soll ich sagen, es ist der Yannick, wie er ist. Das finde ich super cool am Film. Er ist wirklich sehr authentisch. Also ich habe es mega einen tollen Film gefunden. Es zeigt Emotionen und auch, wie eine Person wirklich ist. Ja, also eben. Ich war persönlich hauptsächlich am Drehen und am Fotografieren, zusammen mit dem Patrick. Die Dokumentation, die ist eigentlich gestartet als Social Media zur Pandemiebegleitung. Ich bin jetzt gerade im Prinzip im Verlauf von dieser ganzen Geschichte, vor allem auch durch den Erfolg vom FCZ, zu dem Box entwickelt. Und ja, wie wir alle wissen, den Dokumentarfilm rückwärts zu produzieren, ist schwierig. Selber war ich noch nie im Stadion vorher, also im Fußballstadion. Ich bin eigentlich ursprünglich begeisterter Handballer. Und für mich war es schwieriger daran, zuerst mal ins Fußballfeeling hineinzukommen, was dann auch passiert ist. Nachher war es die Schwierigkeit, sich zu konzentrieren aufs Fehlen und nicht selber Fußball zu schauen. Wir sind mega stolz, dass es so weit gekommen ist, dass der Film jetzt auf der Leinwand gelaufen ist. Top-Film fürs Fußball, oder? Passt. Was war jetzt das Geilste an dem Film? Ich glaube alles. Dass man mal Sachen sieht, die man sonst noch nie gesehen hat. Und da passt eigentlich der Nachteil dazu. An Patrick Farinato, was sie sicher auch schon der Rasen gemeint haben. Das ist aber sonst ihre Rolle, Herr Farinato. Einfach gesagt, unterstütze ich den Yannick in allem, was außerhalb des Spielfelds zu hat. Ja, das ist jetzt einer von diesen Höhepunkten, die wir zusammen feiern dürfen mit dem Film, der sehr viel Anklang findet. Was sagen Sie am Team, wenn ihr zusammen im Kreis steht, Köpfe zusammenstrecken? Was ist da Ihre Botschaft? Immer ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was für einen Gegner das wir haben, in welcher Phase wir gerade sind von der Meisterschaft, ob wir erfolgreich sind oder nicht so erfolgreich sind. Und es geht dort auch nochmal darum, um die Mannschaft nochmal in den Kopf hineinzubringen. Was sind unsere Ziele für das Spiel? Wie wollen wir auftreten? Was ist unser Plan? Was ist da Ihr Spot jetzt für die Yannick Brecher? Ich würde es so zusammenfassen, dass der Yannick sehr eine authentische Persönlichkeit ist, die sehr weit entwickelt ist und damit auch ein sehr verlässlicher Partner für Sponsoren. Einzelsportler-Sponsoren geht immer mit Risiko einher. Das ist beim Yannick überhaupt nicht da, wie wir im Doc gehört haben. Er ist wirklich ein Vorbild in allem, was er macht. Und das ist ihn sicher auch wert und eine Firma wird schätzen. Jetzt eine Stärke, die Sie haben, auf die Sie sich werden können verlassen können nach der Karriere als Fußballer? Meine grösste Stärke, das ist der Teamgeist, der Teamspirit. Das ist das, was ich mein ganzes Leben drin verbracht habe, wo ich mir auch sicher bin, dass man als Team als erfolgreich ist, wenn jeder seine guten Sachen kann reinbringen kann und man einfach auch all die schlechten oder die weniger guten Sachen kann ausgleichen als Team. Und das ist dort, wo ich meine Stärke gesehen für die zweite Karriere. Und jetzt je noch kurz ein Wort zur Zusammenarbeit mit Saatchi Saatchi Prodigious, mit dem Team. Es ist eine Zusammenarbeit, die im kleinen Rahmen gestartet hat und jetzt wirklich in eine Sphäre aufgegangen ist, die glaube ich, niemand von uns erwartet hat. Trotz allem, es ist immer, egal in welcher Situation wir waren, ein sehr engen Austausch gewesen, sehr konstruktiv zu jedem Zeitpunkt. Und wie wir gesagt haben, wir schätzen unglaublich das ganze Team, was sie geleistet haben. Das Endprodukt, glaube ich, spricht für sich. Ja, ich bin seit 25 Jahren im Marketing und muss sagen, ich habe selten so etwas erlebt. Wie sich das entwickelt hat, das Commitment von dem Team und die Professionalität. Und ich möchte nochmal festhalten, es war ein Herzensprojekt von allen Involvierten. Und damit nochmal ein grosses Dankeschön. Ich kann es nur weiterempfehlen. Holger und Susan, wir haben jetzt den wunderbaren Film gesehen von Yannick Brecher. Jetzt war es für euch, ganz kurz in einem Satz, den Film jetzt auf der grossen Leinwand zu sehen. Also das ist natürlich eine fantastische Sache, dass man einen Film, also einen eigenen Film, in einem Kino mal sehen kann. Das ist natürlich großartig. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es heute auch eine Premiere gewesen. Ich weiss, wie viele Stunden dass unsere Leute in den Film investiert haben, aber das Resultat ist grossartig. Holger, vielleicht noch etwas zur Zusammenarbeit jetzt, Saatchi und Prodigious? Ja, also Zusammenarbeit ist natürlich großartig, weil wir sind es gewohnt, miteinander zu arbeiten und wir sind auch sehr dankbar, dass Prodigious immer wieder die verrückten Ideen von uns mit übernimmt. Genau. Also ich möchte eigentlich auch noch gerne etwas sagen, oder? Es sind geile Sachen bei Saatchi. Sie kommen immer wieder mit crazy shit hinführen und wir machen es möglich.
Ja, ich habe den Janik erkannt. Also, es ist definitiv so. Ich habe einen speziellen Bezug zum Janik. Ich bin zu dieser Zeit noch Pressechef beim FCC, wo der Janik in die erste Mannschaft kam. Also habe ich eigentlich ein bisschen seinen Werdegang miterlebt. Ja, also den Film habe ich hervorragend gefunden. Es war sehr eindrücklich, wie der Janik darüber berichtet hat. Erstmals im Privaten. Aber auch ich persönlich als Ex-Fußballer und so mich total hineinversetzen und so. Gerade mit dem Beispiel und so mit dem Druck umgehen, so, dass jede Woche muss Leistung abrufen. Ja, also ich habe ihn jetzt heute auch zum ersten Mal gesehen und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also ich kenne ihn natürlich schon ein paar Jahre. Er ist gekommen, ist sogar mit Zimmerpartner gewesen, ganz mäusestill, ist im Bett gelegen, eigentlich keinen Ton gesagt. Und von Jahr zu Jahr ist natürlich gewachsen. Was ich total spannend fand, ist aus der Sicht einer Werbeagentur einen Film zu erzählen, wo man erst die Geschichte sucht und nicht von vornherein weiß, wo man endet. Das ist eigentlich wie ein Fußballspieler, der auch im Spiel seinen Spielraum sucht. Ich bin begeistert von Janik, weil er ganz natürlich ein ganz herzlicher Mensch ist. Wo ich ihn dann aber zum ersten Mal auf dem Spielfeld gesehen habe, gar nicht glauben konnte, dass eine Kraft aus diesem Mann rauskommt. Wir zeigen die Dokumentation Janik Brecher, FCZ Fieber, bei uns auf Blue Zoom im Free TV. Und ja.